Heute ist Gründonnerstag. Wir denken an die Einsetzung des Abendmahls, aber als Gemeinde feiern können wir es in diesem Jahr nicht. Trotzdem feiern wir Gottesdienst, getrennt und doch vereint. Verbunden sind wir, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten Sie mit mir. Aus der Tiefe, Gott, aus unserer Tiefe. Sag, hörst du uns, wenn wir rufen, beten und fragen? Wir wissen nicht, wohin wir uns wenden sollen, wenn nicht zu dir. Wir hoffen auf dich. Lass unser Rufen nicht ohne Antwort. Lass dich bewegen von unserer Stimme, vom Klang unserer Traurigkeit, vom Wortlaut unserer Fragen. Und höre auch dann noch, wenn wir verstummt sind und nur noch schweigen können. Darum bitten wir dich, Gott, öffne deine Ohren und dein Herz für uns. Wir bitten dich, Kyrie eleison. Ich habe vor mir 12 Kerzen stehen und eine größere. Sie können das auch tun, zum Beispiel mit Teelichtern. Von Dietrich Bonhoeffer stammt die Idee. 1944 schrieb er an seinen Freund Eberhard Bethge: Hör, wenn du Gelegenheit hast, in der Karwoche nach Rom zu kommen, so würde ich dir raten, an Gründonnerstag in St. Peter den Abendmahlsgottesdienst mitzufeiern. Dort nämlich findet das Auslöschen der 12 Kerzen statt und am Ende ist es nur noch eine in der Mitte. Zeichen der Flucht der vielen und des Gehorsams des einen. Jesus und seine Jünger, noch sind sie alle zusammen, eng beieinander. Wie wird das wohl auf dem Fest gewesen sein? Eine Runde von Männern, ausgelassen und fröhlich. Sie feiern Passa, das Fest der Befreiung. Da ging es oft hoch her. Oder ahnten einige schon, was kommen würde? Noch in dieser Nacht wird alles anders sein. Sie werden ihn verlassen. Wäre ich geblieben oder hätte ich auch so meine Gründe gehabt, zu gehen? Jesus und seine Jünger. Gerade noch essen sie zusammen, trinken den Wein. Da steht der Erste schon auf und geht. Und damit auch alles so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, wird er Jesus später in der Nacht mit einem Kuss begrüßen. Jesus und seine Jünger. Kurz danach ist Jesus mit seinen Freunden im Garten Gethsemane. Jesus hat Angst. Er ahnt, was kommt. Ob er die Kraft hat, alles, was jetzt kommt, auf sich zu nehmen? Er weiß es nicht. Er will nicht allein sein. Doch seine Freunde schlafen, lassen ihn allein. Thank you.
Jesus und seine Jünger. Der vierte der zwölf beginnt zu zweifeln. Warum sind von denen, die am Anfang so begeistert waren, jetzt nur noch so wenige da? Der Widerstand wird immer stärker. Es wird nicht mehr lange dauern. Da wird von der ganzen Aufbruchstimmung nichts mehr viel übrig sein. Komm, Jesus, lass uns aufhören. Es hat keinen Sinn. Jesus und seine Jünger. Der fünfte der zwölf hat immer ganz korrekt gelebt. Manchmal war das übertrieben streng. Das weiß er auch. Gerade das hat ihn ja an Jesus so fasziniert. Aber hatte Jesus nicht in der letzten Zeit übertrieben? Im Prinzip ist doch gegen Regeln und Ordnungen nichts einzuwenden. Musstest du den Kranken am Sabbat heilen? Hättest du es Jesus nicht ebenso gut am Tag danach tun können? Warum dieses Anrennen? Ich begreife das nicht. Das geht mir zu weit. Jesus und seine Jünger. Der Sechste hatte nur noch Angst, fürchterliche Angst. Er rennt davon, rettet das nackte Leben. Und der Siebte dachte, Gott wird mich vor allem Schlimmen beschützen. An der Seite von Jesus kann mir nichts geschehen. Aber jetzt glaubt er das nicht mehr. Glaubt nicht, dass Jesus das verhindern kann. Dann gibt es nur noch eins, nichts wie weg hier. Jesus und seine Jünger. Der Achte geht, weil er Großes im Sinn hat. Irgendwann, so denkt er sich, wird man doch wissen wollen, wie das alles so war mit der Bewegung um Jesus. Irgendwer muss der Nachwelt doch authentisch berichten können. Bitte versteht es nicht falsch. Es geht um die Sache. Und die ist es wert. Jesus und seine Jünger. Nur noch wenige sind da, aber zwei können die rauen Töne nicht mehr ertragen. Ein paar am Sonntag, da war es großartig, im Jubel der Menge. Dann wurde der Wind rauer. Immer öfter wurden sie beschimpft. Diese offene Feindschaft, sie können das nicht länger aushalten. Jesus, wir können nicht mehr.
Der Elfte träumte vom großen Umschwung. Endlich Gerechtigkeit für alle. Jetzt müsste doch sogar Jesus einsehen. Liebe zum Feind, schön und gut, aber das geht doch gar nicht. Sie treiben uns in die Enge. Sie verstehen nicht, worum es dir geht. Wir müssen uns mit den anderen zusammentun, die den Kampf eröffnen. Wie, du willst das nicht? Noch immer nicht? Da bleibt nur noch eins. Ich gehe. Einer ist noch da. Der, der es am längsten aushält in der Nähe des Freundes, ihm nachgeht, als sie ihn abführen bis in den Hof des hohen Priesters, wo Jesus verhört wird. Er wartet am Feuer, ein Stück entfernt von den Wachen, aber so, dass er alles genau im Blick hat. Auf einmal die Stimme einer Frau. Du bist doch auch einer von denen. Wie? Wovon sprichst du? Ich kenne den nicht. Und das nicht nur einmal. Ich kenne den nicht. Da kräht der Hahn. Dreizehn Lichter. Nur eins ist geblieben. Der, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Noch nicht einmal seine Freunde verstanden ihn. Deshalb ließen sie ihn allein. Licht der Welt, du bist allein. Die Welt soll sich sehen wie in einem Spiegel. Kurz wird es so aussehen, als ob sie auch dein Licht auslöschen könnte. Nicht nur die abgrundtiefe Bosheit ist es, die die Welt so finster macht. Es sind die vielen kleinen Dinge, die das Licht ersticken. Ausreden, Unzuverlässigkeit, Kurzsichtigkeit, Egoismus, Ungeduld, Angst. Du, Licht der Welt, erbarme dich. Dieser Tage vermissen wir so vieles. Den Besuch unserer Verwandten, das Shoppen in den Einkaufszentren, ein gutes Essen im Restaurant, das Feiern mit Freunden, das Umarmen beim Trösten. Uns wird bewusst, wie viel uns auch der körperliche Kontakt bedeutet, dass 2 Meter Abstand grausam sein kann. Ja, wir vermissen auch die Gemeinschaft in unserer Gemeinde, den Gottesdienst am Sonntag, das Feiern des Abendmahls als Versammelte der Glaubenden um deinen Altar. Gerade heute, an dem wir an dein letztes Mal denken, wird uns das besonders schmerzlich bewusst. So bitten wir dich, dass wir trotz allen Verzichts zu spüren bekommen, dass du mitten unter uns bist. Mit deiner Liebe verbünde und segne uns alle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.